Ein alter Brauch wird am Leben gehalten. In unserer Region machen die Landesherren ihre Einwilligung zu einer Eheschließung von der Pflanzung eines Hochzeitsbaumes abhängig. Jedes Jahr im November greifen Eheleute zum Spaten und pflanzen hier im Hochzeitswald Fechter einen Baum. Der Hund hat es nicht richtig verstanden. Zuschütteln, nicht ausbuddeln. Ich freue mich sehr, Sie zu unserer heutigen gemeinsamen Feier hier im Fechter Hochzeitswald begrüßen zu dürfen. Vor nunmehr 25 Jahren konnten wir erstmals Gäste zu einer Baumpflanzaktion im Fechter Hochzeitswald begrüßen, der seitdem kontinuierlich an Größe gewonnen hat. Nach wie vor ist die Bedeutung einer Baumpflanzung für die Allgemeinheit und insbesondere für unsere Nachkommen unbestritten. Bäume spenden Schatten und Kühle, binden Staub, Wärme und produzieren Sauerstoff, und Wälder sind zugleich lebens- und attraktiver Freizeitraum. Im Jahre 1989 haben bis heute Sie, verehrte Gäste, schon eingeschlossen, 718 Ehepaare von Grünen über Silber und Gold bis zu Rubin und Diamanten im Beisein, Paaren im Beisein ihrer Kinder, Enkel und Urenkel, Verwandten und Freunden einen Baum gepflanzt. Schnell noch ein Foto zur Erinnerung und für die Nachkommen. Über Hildesheim, was? Hildesheimer Börde ist aber deutlich schwerer. Wo ist der Lehmpapa? Das Ehepaar Renate und Bernd Friedrichs haben schon vor 25 Jahren hier im Hochzeitswald einen Baum gepflanzt. Ja, erstmal war das ja auch ein ganz neues Stück Land, wo angefangen wurde. Da haben wir gesagt, da machen wir mit, macht uns Spaß. Und ja, leider ist der Baum dann eingegangen. Ach, ist eingegangen. Ja, die Stadt wollte auch einen neuen pflanzen, aber ich habe gesagt, lassen Sie mal, beim nächsten Mal pflanzen wir wieder neuen. Prima. Wunderbar. Und das haben wir jetzt vor. Ja, und dann geht anschließend, ist es dann so, trefft euch hier regelmäßig jetzt im Sommer unterm Baum und führt dann hier und feiert dann hier die Nachbarschaft und ja, die Feste, so wie sich das gehört. Den finden wir wieder hier. Ja, den findet man, den findet man. Damit das Ganze auch noch eine schriftliche Grundlage hat, gibt es die Urkunde darüber, dass ihr zur goldenen Hochzeit entsprechend hier einen Baum gepflanzt habt und dass ihr auch berechtigt seid, hier drunter zu feiern. Die nächsten Jahre Sie weiterhin sehr aktiv begleitet, wie auch die Aktivität des Baumes und oft hier sein können mit Ihren Kindern und mit Ihren Familien, um dann auch vielleicht mal unter dem Baum demnächst die Familienfeder. Die kann man auch besser mit einer kleinen Schippe, oder? Es ist toll, dass Sie den Baum gepflanzt haben, und er gibt Ihnen hoffentlich jetzt auch die Kraft, die Sie dann gerade ja besonders gebrauchen und die letztendlich dann aus den Wurzeln wieder zu Ihnen rüberstrahlen. Damit das nicht nur der Baum ist, gibt es auch noch eine Urkunde. Ein Mitarbeiter des Bauhofs sorgt für die nötige Stabilität, denn auch im nächsten Jahr heißt es wieder Baumpflanzaktion im Fechterer Hochzeitswald. Thank you.
Hallo liebe Zuschauer an den Fernsehgeräten zu Hause oder auch im Internet, ganz gleich wo Sie uns gerade zuschauen. Hier ist eine ganz neue, ganz brandaktuelle Ausgabe von Tischtalk und Ihr Moderator ist wie immer Joachim Mirkes und wir freuen uns dann immer interessante Menschen und Themen aus der Region oder aus der Zeitgeschichte für Sie zu finden. Heute ist es uns, glaube ich, in ganz bezaubernder Weise gelungen. Neben mir sitzt Annika Bühnemann aus Oldenburg und sie ist ihres Zeichens Schriftstellerin und das ist ja auch mal was ganz Nettes, nicht? Also vielleicht haben Sie auch mal irgendwann Zeit, um Muße mal wieder ein gutes Buch in die Hand zu nehmen. Und by the way, erstmal herzlich willkommen hier in unserer kleinen Tischtalk-Sendung. Dankeschön. Und gleich mal als erstes die Frage, Frau Bühnemann, was lesen Sie denn zurzeit selber so für ein Buch? Also ich lese gerade von meiner Kollegin Michaela Grünig ihren Roman, der über ihren Verlag rausgekommen ist. Gut entführt ist halb gewonnen. Der ist vorher als Self-Publishing-Buch aktuell gewesen und jetzt unter Verlag. Ja, Sie sehen also, unsere Autorin heute liest denn nicht nur ihre eigenen Bücher, aber genau über die wollen wir heute sprechen. Sie haben das ganze Jahr, sind ja nicht als Schriftstellerin zur Welt gekommen, sondern wie war da so Ihr Weg zum Buch, zur Schriftstellerei? Also bei mir war es so, dass ich schon immer sehr gerne geschrieben habe, schon in der Grundschule und auch als Teenager. Aber so der Knackpunkt war 2012, als ich eine Kündigung bekommen habe bei meinem alten Job, weil ich in der Schifffahrtsbranche gearbeitet habe und da ja bekanntlich das nicht so gut gelaufen ist und ich dann leider gehen musste. Und ich hatte da sehr viel Zeit auf einmal. Und da habe ich ein altes Notizbuch hervorgekramt und gesehen, dass ich so Notizen zu einer Geschichte hatte über vier unterschiedliche Frauen. Mhm. Und habe daraus dann eine Geschichte gesponnen und mir gedacht, ich schreibe ich einfach mal auf. Und daraus wurde irgendwie ein ganzes Buch. Cool. Und diese Frauen, diese vier Frauen, von denen Sie sprechen, die gibt es auch in der Realität? Oder sind das fiktionale Charaktere? Die sind alle fiktiv, aber sie sind jeder ein kleiner Teil von mir tatsächlich. Und unter Umständen finden sich auch die Leserinnen und Leser darin wieder. Ist Ihre Kernleserschaft, die Zielgruppe, dann eher weiblich? Absolut. Also meine Zielgruppe richtet sich an Frauen zwischen 30 und 50 so um den Dreh, die sehr gerne lockere Frauenliteratur eigentlich lesen. Ja. Und Ihre Bücher, Sie haben in der Zahl sind jetzt schon vier, ein fünftes ist in Arbeit, sind ja auch schon erschienen und auch schon sogar, man kann davon einem Erfolg auch schon sprechen, gut gekauft worden. Würden Sie vielleicht sagen, und das ist ja hier Ihr Erstlehnswerk in aller Auf die Freundschaft, ja, und das ist ja dann auch das Buch, was schon richtig gut Resonanz hatte. Würden Sie so sich vorstellen, dass jetzt zum Beispiel irgendwo eine Zuschauerin von uns, meinetwegen in Lohne, in Dinklage, Osnabrück oder auch meinetwegen in Wilhelmshaven, sich abends mal so auf die Couch einmummelt und so ein Buch liest? Ist das so ein Buch für die Couch, um einmummeln? Absolut. Also das ist genau die perfekte Lektüre, wenn man zu Hause mal ein bisschen abschalten möchte vom stressigen Arbeitsalltag, dass man sich mit einer Decke und einem Tee oder einem schönen Wein auf die Couch setzt und dann eins von meinen Büchern liest. Ja, aber es dürfen auch Männer lesen, oder? Das können auch Männer lesen, aber ich kenne auch ein paar, die es gelesen haben und es gut fanden. Aber so in der Mehrzahl sind es oft doch Frauen, ja. Was sagt Ihr eigener Mann dazu, dass Sie so viel Zeit damit zubringen, Bücher zu schreiben? Am Anfang fand das, glaube ich, nicht ganz so lustig und hat es noch nicht ganz so ernst genommen. Aber mittlerweile, wo ich dann da ein gutes Einkommen mitkriege, akzeptiert er das ganz komisch, gut. Ne? Das schnöde Geld, liebe Zuhörer, ist Ihnen ja auch nicht fremd. Nicht? Plötzlich kommt Geld und dann wird so eine Sache plötzlich interessant, ne? Für uns Männer. Also es sind Frauenbücher, ne? Im besten Sinne. Vielleicht trauen Sie sich dann auch mal an so ein Männerbuch dran. Schauen wir mal in die Zukunft. Es sind ja erst vier Bücher. Ja. Oder fünf fast. Ja, und genau. Vielleicht gibt es ja auch mal ein sechstes, siebtes oder achtes Buch, wo dann auch die Männer. Mit Sicherheit. Also Auf die Freundschaft, das Erstlingswerk von Annika Bühnemann, können Sie sicherlich überall dort kaufen, wo man in gepflegten Download-Portalen sich heutzutage so bewegt. Ja, im Buchhandel direkt gibt es das nicht. Ne? Erzählen Sie mal, was das Besondere an diesem Buch ist. Obwohl es das ja in Papierform gibt, kriegen Sie es leider nicht im Buchgeschäft um die Ecke, sondern? Das kann man momentan nur online kaufen, sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch. Und weil ich habe es ohne einen Verlag rausgebracht und da fehlt mir jetzt die Buchhandlungsanbindung und das war mir jetzt auch gar nicht so wichtig, dass es, weil ich wollte einfach das Buch allen Leuten zugänglich machen, die es gerne lesen möchten und das ist online ja absolut möglich und deshalb habe ich dann gesagt, dann geht es nicht in den Buchhandel. Ja. Ja, wunderbar. Ist ja auch heute vollkommen normal, dass Publikationen heute sicherlich dann auch über die digitalen Wege verbreitet werden. Ja, das ist Auf die Freundschaft. Nochmal kurz zum Inhalt des Buches. Wie viel autobiografischen Anteil hat es? Also da geht es ja zum Beispiel natürlich um das große Thema Liebe, aber auch um Trennung und so weiter.
Ja, wie gesagt, also das Hauptmerkmal ist, glaube ich, dass in allen Figuren so ein Teil von mir drin steckt. Die Geschichte an sich ist völlig erfunden. Die hat sich einfach aus den verschiedenen Charakteren so ergeben. Aber zum Beispiel jetzt ist da eine, die ist sehr mütterlich und sie liebt ihre große Familie und Kinder und so weiter. Und da ist eine zweite Figur, die ist sehr karrierefixiert. Und das sind beides Sachen, die in mir drin sind. Und dann habe ich das jeweils ins Extreme so gebracht. Das heißt, so autobiografisch in der Geschichte ist eigentlich nichts drin. Aber die Charaktere sind aus Facetten von mir entsprungen. Ist ja auch schwierig, denke ich mal. Und das müssen Sie ja zwangsläufig, sich in so Menschen, in Charaktere reinzudenken, oder? Ja, man lernt seine Umwelt doch ganz gut dann zu beobachten und zu hinterfragen, warum Leute etwas tun, was man im ersten Moment vielleicht auch gar nicht so verstehen kann oder was man selber gar nicht so tun würde. Mhm. Dieses Erstlingswerk war, wie gesagt, ein auch kommerzieller Erfolg und man darf das an dieser Stelle ruhig sagen, liebe Zuschauer, warum soll man mit seinem Handwerk, auch Schreiben ist ein Handwerk, nicht legitimerweise auch sein Geld verdienen wollen? Denn vom Schreiben leben, ja, ist auch zwar ihr Ziel, aber dann am Ende auch nicht so einfach, ne? Es ist nicht so einfach, das stimmt, also es gehört sehr, sehr viel Selbstdisziplin und Arbeit und Schweiß und wenig Schlaf dazu und selbst dann hat man keine Garantie, dass es ein Erfolg wird. Also wenn man gerne viel Geld verdienen möchte, sollte man keine Bücher schreiben. Okay, also Sie machen schon mit Idealismus vieles möglich und zumindest kostendeckend arbeiten zu können. Ne? Aber das Geld verdienen, wie gesagt, also es gibt ja so Leute, die sagen, ach, ich schreibe nur aus Lust und Liebe und weil ich irgendwie die Welt verbessern will oder vielleicht auch muss, aber ich für Geld, brauchen wir nicht. Nein, also am Ende des Tages muss man zumindest von seinem Tun auch leben und das funktioniert ganz gut. Aktuell haben Sie ja gesagt, es gibt dann noch 2 bis 3, oder 4 ist noch, also 5 ist ja in Arbeit. Andere Bücher, was mich zum Beispiel noch für Sie, vielleicht würde ich Ihnen das auch gerne empfehlen, Traummänner und andere Hirngespinste, wieder so ein Frauenbuch. Ja, absolut. Ja, und wo alle Klischees bedient werden, aber eben auch mit einer gewissen Portion Humor. Und ich darf das hier sagen, ich weiß, wir sind da ja so im Südolmer Bereich eher katholisch oder so, aber das ist auch ein bisschen schlüpfrig, aber immer noch mit der Kirche im Einklang, oder? Natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also, was für nette Abende. Und wie gesagt, vielleicht findet sich auch der eine oder andere Mann, das Buch mal zu lesen. Was können Sie zu diesem Buch sagen, Traummänner und andere Hirngespinste, außer, dass es mal ein anderes Cover irgendwann gekriegt hat? Dieses Buch habe ich zusammen mit einem anderen Autoren geschrieben, obwohl da der Name Anna Fischer draufsteht. Da verbirgt sich ein Herr hinter, Stefan M. Fischer, auch seines Zeichens Autor und Drehbuchautor. Und er hatte mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen ein Buch zu schreiben. Und er hat die Geschichte sich ausgedacht und ich habe den Text geliefert. Mhm. Das heißt, so die Geschichte, das ist eigentlich ganz originell. Eine Frau sucht den Mann des Lebens und wünscht sich das so sehr, dass sie dadurch eine Halluzination hervorruft und diese nicht mehr los wird, als sie erkennt, dass... Klingt sehr realistisch. Ja, total. Mhm. Also, naja gut, man muss ja auch nicht immer nur realistisch schreiben. Ne? Deswegen heißt es ja auch Traummann. Genau, und Hirngespinst. Und Hirngespinst. Ja, das ist ein Hirngespinst. Aber Sie haben gerade noch mal ein Stichwort gesagt, die Anna Fischer Drehbuch. Wie viel Lust hätten Sie, eins Ihrer Bücher auch mal zu verfilmen zum Beispiel? Große natürlich, also das wäre schon schön, aber dadurch, dass ich jetzt den Stefan M. Fischer kennengelernt habe, habe ich mitgekriegt, wie viel schwerer das ist, ein Buch verfilmen zu lassen, als ein Buch rauszubringen. Mhm. Von daher, das würde ich natürlich schön finden, klar, aber ich setze jetzt nicht alle Hebel in Bewegung, um das hinzukriegen. Vielleicht sollte man an der Stelle auch einfach den Zufall gewähren lassen und irgendwann, vielleicht lernen Sie irgendwann mal wieder auf einer Messe, Sie sind ja auf der Leipziger Buchmesse auch schon gewesen, die richtigen Menschen kennen und dann plötzlich sagt irgendein privater Fernsehsender, wir vielleicht irgendwann in ein paar Jahren, Mensch, Annika, kennst du uns noch? Jetzt machen wir hier mal eine Doku, so eine Daily Soap Fun oder wie auch immer. Warum nicht? Da bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja, das würde uns natürlich freuen. Ja. So, das waren, wie gesagt, Traummänner und andere Hirngespinste. Wie gesagt, da könnte man jetzt abendfüllend drüber reden. Ja. Die anderen Bücher heißen wie? Also das zweite heißt Achtung Braut. Das handelt von einer Braut, die ihre Hochzeit plant. Da ist zugegebenermaßen ein großer autobiografischer Teil mit drin, weil ich habe selber letztes Jahr geheiratet und mich sehr da auch in die Vorbereitung dann intensiv reingekniet und dann ergab es sich so, dass ich da... Sie haben das erste Mal geheiratet? Ja, ja, das einzige Mal. Ich gehe davon aus, nicht? Also, obwohl es gibt doch im Leben für nichts eine Garantie, oder? Es gibt leider für fast nichts eine Garantie. Ja, aber wir sind jetzt mal einfach optimistisch und denken, dass das so passt. Und geh mal so, davon aus. Ich glaube, ich schätze Sie ja jetzt auch so ein, dass Sie da vorher geplant haben, dass das... Ja, mehr. Sonst gibt es vielleicht bei uns vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der noch so ein paar Ehetipps über hat oder vielleicht auch Ideen für ein neues Buch für Annika Bühnemann. Wir haben hier in Oldenburg
ja eigentlich nicht so wahnsinnig viele Menschen, die, ich sag mal, richtig Karriere gemacht haben. Sieht man mal von Dieter Bohlen und Judith und Mel ab, ja. Aber wenn sie jetzt als Schriftstellerin dieser Stadtehre zukommen lassen, wäre das ja toll, ne? Denn die Bücher haben einen Oldenburger Bezug oder Umzug. Genau, also alle Bücher, die ich schreibe, spielen in Oldenburg oder der Umgebung. Also aktuell das vierte, was heute rausgekommen ist, spielt in Hude hauptsächlich, aber das ist, gehört ja auch zum Oldenburger Umland. Ja, aber so, ne? Wir senden ja das heißt, auch unser genau, Sendebereich. Genau, es geht ja auch bis dorthin. Und ja, also alle meine Bücher spielen in Oldenburg und auch an bekannten Oldenburger Orten wie der Lamberti-Kirche oder in der Wallstraße oder was auch immer es für Orte dann da gibt. Und das wiederholt sich in den Büchern auch und wird verknüpft, sodass gerade die Oldenburger sich da sehr gut drin wiederfinden können. Das ist doch schön, weil man liest immer gerne über sich. Ne? Das ist so das, was anzeigt. Dieses Buch, was in Hudisch, was heute herausgekommen, sagten Sie, wie heißt das? Das heißt Hoffnung, Vertrauen, Vergebung. Das ist eine Kurzromansammlung. Also das sind drei Romane. Hoffnung heißt der erste, Vertrauen der zweite, den habe ich geschrieben, und Vergebung der dritte. Wir haben uns da zu dritt zusammengetan und mein Buch Vertrauen spielt halt, wie gesagt, in Hude. Und da geht es um eine Malermeisterin, die sich in den Assistenten ihres Auftraggebers verliebt und sich aber nicht auf den einlassen möchte. Und diese Protagonistin ist auch eine Nebenfigur aus meinem ersten Roman. Das heißt, es ist so ein roter Faden zwischen den vier Büchern. Also kann man erkennen, ja. Aha, der geneigte Leser und der treue Leser wird dann immer diesen roten Faden wiedererkennen. Auch eine nette kleine Geschichte. Mhm. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit, möchte aber jetzt nicht versäumen, Frau Bühne, dass Sie noch mal kurz unseren Zuschauern kurz sagen, wo man Sie auf welcher Internetseite oder gegebenenfalls im Blog, wie auch immer, wo kann man Sie, wenn man will, übers Netz erreichen. Wir blenden dann auch gleich Ihre Internetadresse hier unten ein, aber Sie können es jetzt einfach mal eben sagen, den Menschen draußen. Also, wer sich für meine Bücher interessiert, findet mich in erster Linie auf meiner Internetseite www.annikabühnemann.de. Ich bin auch auf allen sozialen Medien aktiv, zum Beispiel bei Facebook, und schreibe regelmäßig Newsletter. Wenn man sich da eintragen möchte, kriegt man immer die neuesten Infos gleich aktuell. Das kann ich nur empfehlen, tun Sie das einfach. Und übrigens, bleiben Sie uns treu, dem Tischtalk-Team, und versorgen Sie uns wieder mit Ihren Ideen für eine vielleicht neue Folge, die bei Ihnen dann spielt. Für heute sage ich Danke und auf Wiedersehen und bedanke mich natürlich für das Vertrauen und auch, dass Sie wieder mal Zeit hatten, uns zuzuschauen. Bleiben Sie dran, denn der nächste Werbeblock ist bestimmt für Sie was. Und ich freue mich auf Sie in einer nächsten Ausgabe. Tschüss, bis dann, Ihr Joachim Mirkes. Tschüss. Tschüss.
Wetter heute. Du brauchst doch ja Platz für zwei, denke ich. Könnt ihr wegfahren? Ihr könnt ja auch mal da links fahren. Vielleicht hat 190 SE schon. Das ist Freimarken, die auch von innen, die Schlauchblusen ist alles. Das Problem ist mal bei den Leuten, wenn man nicht mehr wird. Wenn es kalt ist, dann kann es habt ihr bemerkt, dass er braun war? Genau so waren wir alle anderen auch jetzt. Was genau? Vorhin, vorhin wart ihr nicht hier. Ja, guck mal. Mal gerast. Das war ganz schön. Das ist so toll, da geht die Sonne auf.
würde mal einen Kaffee haben. Ich habe hier auch schon ein Audi oder was? Ja, vor allem der Weihnachtsmarkt war interessant, muss ich sagen. Darauf kommen wir gleich. Und 9,80 Euro.